Auch von meiner Seite herzlich willkommen in Los Angeles auf der LA Auto Show. Wir sind jetzt hier in den Heiligen Hallen und bis eben war es hier an dieser Stelle noch richtig, richtig voll. Denn hier steht ein Star, vielleicht sogar der Star der LA Auto Show. Das ist der Fiat 124 Spider. Den gab es schon mal vor, 55 Jahren. Da hatte er sein Debüt. Jetzt wieder die Neuauflage und er sieht richtig, richtig gut aus. Mir persönlich gefällt er besser sogar als der Mazda MX-5. Und dabei muss man sagen, teilen die beiden sich eigentlich die Plattform. Aber der hier, der guckt nicht, jetzt aufgepasst, so böse, so guckt nämlich der Mazda MX-5. Er reißt die Augen ein bisschen schön auf, gefällt mir viel besser. Auch hier der Power Dome oder die Power Domes, wie man sagen muss. Darunter ist ein Turbomotor, auch das unterscheidet ihn von dem MX-5. Da ist noch ein Saugmotor. Er hat hier 40 Newtonmeter mehr Drehmoment, die dann auf die Hinterachse übertragen werden. Das verspricht mehr Fahrspaß. Alles in allem ein schönes Paket, kostet wahrscheinlich 23.000 Euro und daher auch mein Highlight hier auf der Messe. Final Edition, ja, das ist immer was ganz, ganz Tolles, weil das ist in der Regel die Krönung einer Baureihe. Ich habe es jetzt auch schon angedeutet, hier ist das ganz anders, hier ist das was Trauriges, denn das hier ist die letzte Ausgabe des Mitsubishi Lancer Evolution. In der 10. Ausführung, in der letzten Ausführung, Mitsubishi hat gesagt, der bekommt keinen Nachfolger. Und mal ganz ehrlich, wenn man sich diese geile Karre einfach anschaut, kann man das überhaupt nicht fassen. Mir bricht es das Herz. Ich möchte, dass davon Nachfolger rauskommt. Keine Final Edition. Bitte nicht. Bei diesem Messerundgang geht es ja um unsere persönliche Meinung. Also gefällt mir oder gefällt mir nicht. Der Wagen hier, der kriegt von mir ein ganz dickes Like. Das ist der Cadillac XT5. Warum finde ich den Wagen gut? Nicht, weil er jetzt besonders toll aussieht oder besonders sparsam oder besonders leistungsstark ist. Nein, ich finde super, dass Cadillac den zu uns nach Deutschland bringt. Dann haben wir endlich mal eine Alternative zu Audi, BMW oder auch Mercedes. Außerdem haben die hier drunter nicht irgendeinen 4-Zylinder-Turbo, sondern auch einen richtig waschechten 6-Zylinder mit 3,6 Liter Hubraum und 315 PS. So erwarte ich das, wenn der Cadillac vorne draufsteht. Und Benzin sparen kann er auch. Denn wenn die Leistung nicht benötigt wird, dann läuft der hier nur auf 4 Töpfen. Das heißt, die Zylinderabschaltung haben sie in Amerika schon gelernt. Kommen wir jetzt zu dem, was mir nicht so gut gefällt auf dieser Messe. Und das steht bei Mazda. Der CX-9. Nein. Das Auto ist super. Dagegen kann man überhaupt nichts sagen. Und ich möchte auch nicht, dass irgendwer dieses Auto in irgendeiner Weise negativ betrachtet, weil der Wagen ist großartig. Einziges Problem, selbst wenn ich den kaufen würde, kann ich es nicht. Denn Mazda bietet dieses Auto in Deutschland nicht an. Bei dem Vorgänger konnte ich es ja noch verstehen, der war richtig durstig, hat viel verbraucht. Aber inzwischen haben die dann einen modernen 4-Zylinder-Turbo. Dieser Motor kommt sogar nach Deutschland im nächsten Jahr. Nur das Auto eben nicht. Warum denn nicht? Also, Mazda, gebt euch doch bitte den Ruck und bringt dieses Auto auch nach Deutschland. Ich mache es heute mal anders und fange mit dem an, was mir hier in LA nicht gefällt. Sie tun mir wirklich so leid, die fleißigen Mitarbeiter von Lincoln, der Nobeltochter von Ford. Auf jeder US-Messe schieben sie eine neue Weltpremiere aufs Messeparkett und dann sowas. Hier der MKZ. Eigentlich ein tolles Auto, über 400 PS, aber schauen Sie sich dieses Heck an. Das ist völlig überzüchtet. Also jede Neuheit von Lincoln, nicht mein Ding. Sorry, Lincoln. Sie werden jetzt vielleicht sagen, wie kann man so ein Auto toll finden? Ist das noch modern? Ich sage, kann man. Mir völlig egal. Allein der Name GMC Sierra Denali Ultimate, das ist ein Pickup High-End. Hier auf der Pritsche Platz für unendlich Transportgut. Im Innenraum eine Doppelkabine. Fünfköpfige Familie. Ohne Probleme kann da reisen. Und ein Luxus hier drinnen wie in einer Oberklassenlimousine. Bluetooth, Wireless LAN. Eine Bomben-Soundanlage, beheizbare und belüftbare Sitze und dazu natürlich ein V8 mit 426 PS. Ich liebe solche Autos. Das war's von uns hier aus dem Convention Center in LA. Vielen Dank. Bye, bye.